Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute soll es ums Fliegen in Serra Mortis gehen und wenn wir das freischalten, wollen wir uns jetzt mal angucken. Als allererstes solltet ihr wissen, ihr braucht dafür einen Erfolg. Diesen Erfolg findet ihr einmal unter Erkunden und dann Shadowlands und das Achievement schimpft sich einmal Aufdecken der Geheimnisse. Als Belohnung bekommt ihr dann auch schon hier Flug in Serra Mortis. Und dementsprechend müssen wir gar nicht viel mehr erledigen, außer dieses Achievement. Was müssen wir dafür jetzt genau machen? Wir müssen insgesamt 6 andere Erfolge dafür erledigen. Den ersten, den wir uns angucken, ist Erkunden von Serra Mortis. Und das ist ja ein von Erkundungs-Achievement. Ihr müsst einfach die komplette Zone einmal erkunden. Ist nicht sonderlich kompliziert, denke ich mal, müsstet ihr alle schon easy hinbekommen haben. Das zweite haben wir verdächtige Sammlungen. Und dafür müssen wir einfach 5 verschiedene Schätze hier sammeln. Es gibt ein paar mehr. Ich habe auch tatsächlich schon ein Video zu allen Schätzen gemacht. Sprich, wenn ihr euch da schwer tut, ich werde euch das einmal verlinken. Das ist meine 9.2 Achievement Playlist. Da ist dieses Video einfach mit drin. Und falls ihr noch keine 5 Schätze gefunden habt, könnt ihr da gucken, wenn ihr euch ein bisschen schwer tut. Oder ihr wollt dementsprechend noch alle Schätze suchen. Als nächstes müssen wir dann Pfad der Erleuchtung machen. Das sind 3 Sidequest-Stränge, die ihr erledigen müsst. Ich habe das auf der Map jetzt auch einmal angezeigt. 2 dieser Sidequest-Stränge sind einmal hier im Lager. Die könnt ihr direkt hier annehmen. Und einer befindet sich hier oben in der Huld des Pilgers. Also wenn ihr diese Sidequest-Stränge gemacht habt, die sind alle maximal 5 bis 10 Quests lang, gehen relativ zügig, dann habt ihr auch quasi dieses Achievement. Das nächste, was wir dann haben, ist hier Legenden des Exils und das ist ein Collector-Achievement quasi. Da müsst ihr insgesamt 7 Teile von Fürims Exil aufsammeln. Das ist so ein Buch von ihm und ja, ich kann es euch mal zeigen. Es gibt hier im Handy Node Shadowlands, das ist das Addon, was ich hier nutze, die Option, die sich anzeigen zu lassen. Und dann seht ihr, haben wir einmal hier Fürims Exil, die einzelnen Teile. Wir können jetzt mal einmal durchgucken. Wir haben hier den Teil 5, den findet ihr hier oben auf den Koordinaten 38, 31. Dann haben wir den Teil 3 auf den Koordinaten 37, 46. Dann haben wir den Teil 1 auf den Koordinaten 35, 55. Dann haben wir hier den Teil 2 auf den Koordinaten 41, 62. Dann haben wir den Teil 4 hier unten auf den Koordinaten 49, 76 und dann haben wir hier oben den Teil 6 auf den Koordinaten 67, 25. Falls ihr euch das lieber selber angucken wollt, wie gesagt, das Addon heißt Handy Notes Shadowlands, da kann man sich das dann einfach anzeigen lassen. Ich habe aber zu diesen Teilen auch ein Video schon gemacht, also wenn euch mit den Marks auf der Karte eher schwer tut, ich habe ein eigenes Video gemacht, wo ich quasi diese Teile abgeklappert habe und dementsprechend, falls ihr euch da schwer tut, könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Gut, dann schauen wir uns das nächste Achievement an, das wir erledigen müssen. Und zwar haben wir dann noch Abenteuer in Serra Mortis und dafür müsst ihr 10 der, ich glaube, 29 Rare Sins töten. Sollte jetzt auch kein Problem sein, falls ihr da noch nicht alle habt oder euch noch ein bisschen was fehlt. Auch hier kann ich euch das Addon Handy No Shadowlands empfehlen. Da ist es dann so, dass ihr einmal so Totenköpfe auf der Map kriegt und die einfach ablaufen könnt und töten könnt. Es ist so, dass nicht immer alle jeden Tag da sind von den Rares, aber ich würde sagen, 2 Drittel der Rares sind auf jeden Fall da. Und da ihr eh nur 10 braucht, ist das eine Geschichte, die ihr relativ einfach bekommen könnt. Und dann haben wir jetzt noch ein letztes Achievement, und zwar ein Mittel zum Zweck. Und das ist einfach die Kampagne auf dem Stand 6 von 7, also ihr müsst den 6. Kampagnenabschnitt abschließen. Es gibt noch ein anderes Achievement, wo ihr quasi dann den 7. nur abschließen müsst. Wir brauchen hier aber nur 6 Kampagnenabschnitte. Und sobald ihr das gemacht habt, ist es so, dass ihr dementsprechend ja, das Achievement bekommt und dann hier fliegen könnt. Das könnt ihr dann übrigens nicht nur mit eurem Char, wo ihr das abgeschlossen habt, sondern mit einem kompletten Account. Und wenn ihr wie ich jetzt zum Beispiel 2 WoW-Accounts habt, dann könnt ihr das auch auf eurem zweiten WoW-Account machen, wenn der denn auf einem Battle.net-Account liegt. Gut, das waren eigentlich soweit die Geschichten, die ihr erledigen müsst, ist alles relativ basic und einfach machbar. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und wie gesagt, wenn ihr manche Sachen noch ein bisschen genauer sehen wollt, die Achievements hatte ich ja alle schon mal in einem extra Video behandelt. Und da könnt ihr dann gerne reinschauen, falls ihr noch wo Hilfe braucht. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.